Hallöchen und herzlich willkommen da draußen. Hier ist wieder euer Semi-Gamer. Heute spielen wir ein bisschen Timberborn im Let's Play. Ja, ich freue mich hier endlich mal dieses Spiel spielen zu dürfen mit euch zusammen als Let's Play. Ja, ich habe da mal ein bisschen reingelurkt und dann, aber nicht ganz. Ich dachte mir, komm, wir machen daraus ein Let's Play und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal. So, erstmal ein neues Spiel. Rustikalrouten natürlich, weil das andere kennen wir noch gar nicht. Dazu brauchen wir zum Freischalten ist ein durchschnittliches Wohlbefinden von 8 beim Spielen der Fraktion Rustikalrouten nötig. Okay. Was weiß ich, was da alles dann noch kommt. Es wird wahrscheinlich noch nicht alles sein, da das Spiel noch ein Early Access ist. Na gut. So, wir nehmen natürlich hier die große Karte, wird auch empfohlen. Wobei, hier gibt es auch nochmal eine andere. 256x256. Wahrscheinlich kommen hier noch mehr Karten dazu, kann ich mir gut vorstellen. So, weiter. Wir lassen es mal auf normal und gehen einfach mal auf Start. Und dann schauen wir mal. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Und wie man sieht, ist hier so ein kleines Tutorial, was ich schon ein bisschen angezockt hatte mit dem Tutorial. Aber ich dachte mir, komm, wir machen das einfach mal gemeinsam. Dass wir gemeinsam dieses Tutorial durchgehen. Dadurch weiß ich jetzt schon ein bisschen, was zu machen ist. Also, willkommen. Dieses Tutorial zeigt dir alle Grundlagen zum Bau einer Bibersiedlung. Jede neue Siedlung braucht Holzscheite. Nur Holzfäller fällen Bäume. Also platziere 2 Holzfällerfahnen in der Nähe von Bäumen. Alles klar. Machen wir. Einmal gehen wir hier auf Baum oder Baumast, Holz, Holzfällerfahne. Und da hatte ich mich am Anfang, wo ich angefangen hatte schon, hier platziert. Mit R kann man drehen, ist wunderbar. So, fortsetzen. Die Fahnen werden nur gebaut, wenn sie sich im Baubereich des Distrikts befinden. Der Distrikt ist hier, wenn man hier draufklickt, dann hat man hier diesen Distrikt. Und es erweitert sich, glaube ich, dann auch immer ein bisschen. Wähle dir das Distriktzentrum aus, um einen Baubereich zu sehen. Du kannst ihn durch den Bau von Fahnen erweitern. Alles klar. So, fortsetzen. So, die Holzfällerfahne. Fahne? Heißt es Holzfällerfahne? Ich weiß nicht. Wurde gebaut, also einmal fortsetzen. Jedes Gebäude mit einem Eingang muss durch einen Pfad mit einem Distriktzentrum verbunden sein. Beachte, dass Distriktzentren eine begrenzte Reichweite haben. Baue Pfade, um die Holzfällerfahnen mit dem Distriktzentrum zu verbinden. Du kannst das Distriktzentrum auswählen, um seine Reichweite entlang der Pfade zu sehen. Alles klar, machen wir. Dann bauen wir hier mal Wege hin. Hier, Pfad. Einmal so. Und so. So und so. Jedes Gebäude mit einem Eingang. Hier raufklicken, dann sieht man den Weg, wie es gebaut wurde. Und wie man jetzt sieht, die sind jetzt zusammen verbunden. Hat sich hier natürlich dies hier erweitert. So, fortsetzen. Holzfäller fangen erst dann an zu arbeiten, wenn du ihnen einen Befehl erteilst. Markiere einen Bereich zum Fällen mit dem Werkzeug Bäume fällen. Ein Holzfällerfahne fällt nur Bäume in ihrer Reichweite. Du kannst diese durch Auswahl einer Fahne überprüfen. Okay. Du kannst durch Auswahl einer Fahne überprüfen. Okay. Gut. Wir brauchen Bäume fällen. Einmal das hier auswählen. Und dann einmal markieren hier. So. So. Alles klar. So, markiere Bäume, die gefällt werden sollen. Haben wir gemacht. Wunderbar. Also, weiter geht's. Biber brauchen Wasser zum Überleben. Baue eine Wasserpumpe, um eine ständige Trinkwasserzufuhr zu sichern. Denke daran, sie mit einem Distriktzentrum zu verbinden. Alles klar, das machen wir natürlich. Wir wissen ja natürlich schon, wie man Pfade baut. So, dann bauen wir hier mal eine Wasserpumpe. Was steht denn hier? Pumpe Wasser, pumpt Wasser hoch und filtert es, damit Biber es trinken können. Einzigartig für diese Fraktion. Wasserdose, maximale Tiefe 2. Okay, 2 Meter, ich weiß es nicht. Gut, wir bauen es erstmal hier hin und, nicht Holz, hier. Fahrten müssen wir bauen. Ja, wie gesagt, ich muss das Spiel auch erstmal noch kennenlernen. Dann bauen wir mal.
Ich hoffe, das geht so einigermaßen relativ schnell. So. Wie viel brauchen wir denn? Holzscheite. Steht hier unten. 2 von 12. Okay. Kann man hier eigentlich noch mehr bauen? Warte mal. Holzfällerfahne. Ich baue mal noch einen hin. Mal gucken, ob es denn schneller geht. So. Ah, hier kann man auch die Priorität einstellen. Okay. Aber wir lassen das mal standardmäßig. Wobei, wir brauchen... wir machen mal einen Zoo. Dann wird es wahrscheinlich eher gebaut als das hier. Wenn die Priorität hier drauf jetzt liegt. So. Ja, wird gebaut. Bauvorschritt. Ah, okay. Dann hoffe ich mal, dass es vielleicht ein bisschen besser geht. Ich weiß ja nicht, wie die sich hier entwickeln, die Biber. Die müssen wahrscheinlich nur ein Haus haben oder sowas. Damit sie ein bisschen Liebe machen können. So, jetzt bauen, jetzt haben sie das gebaut. Jetzt können sie hier weitermachen. Arbeiter 1, 1. Okay. Achso, hier gehen sie nochmal rein zum Schlafen oder was? 2 Arbeiter von 4. Okay. Baufortschritt 50%. Achso, wird trotzdem schon mal ein bisschen gebaut. Nur so viel, wie gerade da ist. Okay. Was ist das hier? Zyklus. 1, Tag 1. Ah, okay. Das hier? Vorhersage unbekannt. Ah, gibt es hier auch Regen und sowas alles? Ah, schick, schick. Also die Grafik, muss ich schon mal sagen, ist schon mal sehr beautiful. Ich habe echt überlegt, ob ich das Spiel mit euch anzocke oder nicht. Oder ob ich es überhaupt spiele. Und ich dachte mir, doch, das ist doch was Witziges. Anstatt hier mal irgendwelche Städte mit Menschen oder sonst was zu bauen, ist auf Dauer auch langweilig. Mit Biber finde ich sehr, sehr interessant. Ah, jetzt wird gebaut. Nee, noch nicht ganz. Achso, weil es bestimmt mitten am Tag, mitten an der Nacht ist. Kann man da hier auch ein bisschen vorspulen? Was ist das hier? 16 Arbeitszeiten, 16 Stunden, okay. Ach, die schlafen alle. Das ist ja witzig. Die haben alle geschlafen. Na okay, wer viel arbeitet, der muss ja auch viel schlafen, ne? Ist halt denn mal so. Ich weiß ja nicht, ob die Musik jetzt gerade ein bisschen zu leise war. Ich habe sie mal ein bisschen lauter gestellt. Ich finde die ganz nett. Aber ihr könnt ja gerne mal runter in die Kommentare schreiben, ob der Song genauso okay ist jetzt oder... ob die Musik zu laut ist oder ob ich zu leise bin oder zu laut bin, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich echt freuen drüber. So. Ah, ist gebaut, wird gepumpt. Wasser. Wunderbar. So. Haben wir gemacht. Fortsetzen. Neben Wasser brauchen Biber auch Nahrung. Baue eine Sammlerfahne in der Nähe von Blaubeerensträuchern. Die Sammelfahne sammelt automatisch Beeren in ihrer Reichweite, die du durch Auswahl der Sammelfahne siehst. Okay. Das ist wahrscheinlich die hier, wa? Blaubeere, ja. Okay. Na, Sammelfahne. Ah, okay. Da ist aber eine Menge hier, dann. Ah. Diese Baustelle ist so weit von den Bauarbeitern entfernt. Lege mehr Pfade oder einen neuen Distrikt an. Okay, dann machen wir das... ah, hier hin. Dann brauchen wir noch einen Weg, natürlich. So. Achso, wird schon gebaut. Ja, lustig. Kann man hier... achso, war das mit den Drehen? Okay. Also mit rechter Maustaste gedrückt halten, die Maus drehen. Hoch und runter. Wunderbar. Haben wir gemacht. Gut. Also, wie sammeln die jetzt? Da bin ich jetzt mal gespannt. Gar nicht. Doch, jetzt.
Ein Arbeiter, aha. Gut. Alle platzierten Gebäude verfügen zwar über einen gewissen Speicherplatz, aber sie füllen sich schnell. Baue eine Holzscheitstapel. Mensch. Okay, das werde ich wahrscheinlich gleich rausschneiden. Mal gucken. Um Holzscheite zu lagern, kleine Wassertanks, um Wasser zu sammeln und ein kleines Lagerhaus, um Beeren und andere Ressourcen zu lagern. Oh Gott, wieder mal mehr. Baue Holzscheitstapel. Okay. Das ist wahrscheinlich das hier. Schlepperposten, nee. Ah ne, hier. Speicher. Holzscheit. Ich muss erst mal selber gucken. Kleines Lager. Haus. So. Und Wasser. Kleiner Wassertank. Den machen wir mal direkt hier hin. Bauen wir mal zwei. Okay. Achso. Da steht ja, dass man zwei bauen muss. Okay. Ich habe es jetzt selber nur gedacht, also. Wie viel brauchen die denn? Achso, wird schon gebaut. Die brauchen hier, ne? Ah, die Bäume scheinen aber nachzuwachsen. Ja, auch nicht, wenn sie nachwachsen. Ich weiß ja gar nicht, ob man dann trotzdem noch auch noch anpflanzen kann, damit noch mehr Bäume wachsen. Vielleicht kommt da noch was. Weiß ich ja nicht. So, Holzscheitstapel ist gebaut. Achso, warte mal. Jetzt schleppen die es wahrscheinlich von hier nach da. Macht das denn Sinn? Kann man den noch verschieben? Kann man nicht verschieben, war nur höchstens abreißen. Schade. Na gut, dann ist es halt so. So, wir warten mal. Wir spulen mal ein bisschen vor. Ein bisschen schneller. Sieht ein bisschen witziger aus. Ah, es wird schon wieder Nacht. Dann gehen sie gleich schlafen. Legen sie sich gleich schlafen, definitiv. Trinken alle nochmal ein bisschen was. Machen noch ein Pipi. Essen noch was. Machen nochmal Kaki. Oder irgendwie sowas. Genau. Apropos Toilette, müssen die nicht immer zwischendurch mal ein bisschen was machen? Gibt es denn auch sowas wie eine Toilette denn später? Ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen, ne? So, jetzt schlafen sie alle, dann spulen wir mal ein bisschen schneller, damit die Nacht durchgeht. So, ja, Tag. Ein bisschen schneller hier. Wartet auf Material. Ah, guck mal hier. Schon 180. Okay. Aber warum ist es hier drin? Und nicht. Ah. Ist fertig. Ach, jetzt wird alles hier gelagert. Jetzt laufen sie von da nach da, um es da zu lagern. Hätte mehr Sinn gemacht, wenn es hier gewesen wäre. Aber wir sind ja noch in der Übungsphase. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, nach diesem Tutorial geht es dann direkt weiter. Und dann hat man schon einiges gemacht. Ich glaube, wir gehen so alles so ein bisschen durch. Kann ich mir vorstellen. Aber schauen wir mal. Wie viel braucht... 15. Alter Falter. Ist ja nicht gerade wenig. Wie viel kann er denn speichern hier? Produktivität 84%. Okay. 77%. Ah, jetzt wird Wasser. Achso, wenn die Durst haben, dann gehen die direkt da rein. Ah, einer ist gebaut. Deswegen pumpt er. Ich weiß ja nicht, wenn man die jetzt weiter wegstellt, ob die trotzdem noch hinkommen. Weil ich glaube, man muss wahrscheinlich dann noch ein paar mehr Pumpen bauen. Weil umso mehr Biber das wären, umso mehr Wasser brauchen wir auch. Und umso mehr Wasser man besorgen kann, umso mehr Pumpen müsste man dann bauen. Damit man auch die Kapazität irgendwie herbekommt. Dann müsste auch gleich voll sein. Ja.
Okay. Aber jetzt können sie alle gleich wieder schlafen. Ah, okay. Wir können jetzt mal langsam machen. Wir haben diesen Abschnitt fertig. So, dann gehen wir mal auf Fortsetzen. Jede Siedlung gebraucht eine stabile Nahrungsquelle. Errichte ein Bauernhaus, um Nutzpflanzen anzubauen und zu ernten. Pausiere bestimmte Gebäude, wenn du nicht genügend Arbeiter hast. Wähle dazu ein Gebäude aus und klicke auf die Pausentaste oder drücke P. Wie bei vielen anderen Gebäuden ist auch beim Bauernhaus die Reichweite begrenzt. Baue Bauernhaus. Okay. Dann bauen wir mal ein Bauernhaus. Wo baut man den hier? Bauernhaus. Okay. Okay, die Reichweite ist auch begrenzt. Dann bauen wir den mal direkt gegenüber vom Distrikt. Ich denke mal, das passt ganz gut. Was können wir denn hier noch bauen? Bauernhaus, Grill. Wollen wir gleich einen Grill noch hinbauen? Passt da vielleicht ganz gut. So. So, jetzt schlafen sie eh alle, dann spüren wir mal die Nacht durch. Ah, hier oben haben wir ja die Anzeige, das siehst du jetzt erst. Haben wir schon mal 38, 13 Wasser, Nahrung, ja, Nahrung. Leert sich und füllt sich, das ist schön. Warte, stand da. Ich glaube, wir brauchen noch mal. Alter, die haben hier fast alles abgehackt hier schon. Das ist ja. Ist echt der Wahnsinn. Habe ich denn hier. Wie war denn das hier jetzt gewesen? Jetzt. Das war hier. So. Können wir das hier noch auswählen? Ja. Da weiß ich nicht, ob der jetzt so. Ob die jetzt. Und Apfel doch. Aber wir sollten vielleicht hier. Ah, Scheiße, jetzt habe ich zu weit vorgespult. Egal. Wir haben es geschafft. Der Bauernhaus ist fertig. Der Grill ist auch schon gebaut. Kommt mich wahrscheinlich als nächstes oder so. Landwirte arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was du, wo sie pflanzen sollen. Benutze das Werkzeug Nutzpflanzen anpflanzen, um ein Karottenfeld zu markieren. Nutzpflanzen müssen auf bewässerten Boden gepflanzt werden, sonst trocknen sie aus und sterben ab. Bewässerten. Okay. Das heißt, wo? Hier? Oder? Wie erkenne ich? Müssen auf bewässerten Boden gepflanzt werden, sonst trocknen sie aus und sterben ab. Aber wie erkenne ich, dass sie bewässert sind? Also hier. Das ist hier anscheinend ein Staudamm. Also ich gehe mal von aus. Muss ich jetzt so viel machen? So viel? Nee. Sechzig. So. Ich weiß nicht, ob das ein bewässerter Boden ist. Ich habe keine Ahnung. Oder bewässern die es denn? Und tun, dafür braucht man bestimmt auch Wasser. Behausungen erhöhen das Wohlbefinden deiner Biber und lassen deinen rustikal-roten Populationen wachsen. Baue genug Hütten, um alle deine Biber unterzubringen. Biber pflanzen sich nur fort, wenn es leere Plätze für Jungtiere gibt. Ja, da geht's mich los. Da entwickeln sie sich. Okay. Wohnen? Hütte gespiegelt. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Ach, der Eingang wahrscheinlich, wa? Nee. Ich baue mal eins davon. Doch, der Eingang. Ist denn anders? Okay, dann bauen wir nochmal hiervon ein. Hiervon ein. Wie viel brauchen wir denn? 6. Oh, nochmal 2. Na gut, dann drehen wir mal unsere Kamera. Du kommst denn dahin? Und du kommst. Na, das war falsch.
So wollte ich's. Schauen wir mal. Und wie es weitergeht in der nächsten Folge, seht ihr das. Wie die Leute, Biber sich dann fortpflanzen, erweitern, wie auch immer. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Teil gefallen hat oder ob ihr den Let's Play weiterverfolgen wollt, abonniert einfach diesen Kanal. Ansonsten aktiviert noch die Glocke noch dazu, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Bis dahin, ich bin raus für heute. Ciao, ciao, euer Simi Gamer.